Hey Leute, diesmal habe ich wieder das Mosaik dabei. Diesmal Heft 447 bis 458 mit den Abrafaxen im Outback oder auch Sinclairs Schatz genannt. Das ist die zweite Australien-Serie oder die zweite Hälfte der Australien-Serie, wie auch immer man das jetzt sehen möchte. Ich sehe es immer als eigenständige Serie, ne? Aber sie setzt eben trotz allem eben die erste fort, ne? Nur eben nach einer gewissen Zeit, ne? Und zwar war es ja in der ersten Teil dieser Australien-Serie so, die Abrafaxe waren auf der Investigator mit Matthew Flinders unterwegs, sind einmal rund um Australien gesegelt, also von Sydney zurück nach Sydney. Ich glaube, damals hieß es noch New South Wales oder so ähnlich, ne? Also Süd Wales, ne? South, wenn ich das jetzt nicht ausspreche, ich meine, ihr wisst, mein Englisch ist nicht so gut, ich bin froh, dass ich es ansatzweise lesen kann, Aussprache ist dann noch eine andere Sache, ne? Jedenfalls sind sie einmal rundherum, haben eine perfekte Seekarte gezeichnet, die sehr, sehr lange Gültigkeit hatte, möchte ich auch dazu sagen, denn es beruht ja alles auf geschichtlichen Ereignissen hier, ne? Die wurde wirklich erst abgelöst mit der Satellitentechnik, die dann eben noch genauer war. Und das spricht allein schon für diese Karte, was da für Arbeit drin steckte, was die überhaupt für ein Meisterwerk war, ne? Muss auch einfach mal betont werden, ne? Ja, als die Abrafaxe und die Investigator eben zurück nach North South Wales zurückfahren, also nach Sydney, ne, hat in der Zwischenzeit der Gouverneur gewechselt. Mittlerweile ist William Blick Gouverneur in Sydney, ne? Die Meuterei auf der Bounty, sage ich hierzu nur, ne? Ja, und Blick ist eben einer der richtig strengen Leute. Er war ein strenger Captain, der eben wirklich auf Zucht und Ordnung Wert legt, ne? Und ja, eben die Soldaten, die er eben hier hat, die taugen mal rein gar nichts. Und er will die natürlich zu ordentlichen Männern bringen, ne? Ja, und möchte, dass die eben was tun und eben England stolz bringen, ne? Aber die sind eben nur auf Spielen und Saufen aus. Kurzerhand verbietet Blick darauf, dass sie eben trinken dürfen. Das heißt also, Alkohol wird für die Soldaten verboten, ne? Ja, natürlich lassen die sich das nicht einfach so gefallen und haben sich einen geheimen Vorrat in einer Höhle zugelegt. So, und Kalifax findet durch einen dummen Zufall diese Höhle, wird von den Soldaten nun festgenommen, gefesselt, ne? Und als eigentlich die Crew der ehemaligen Investigator aufbrechen will nach Indien mit einem neuen Schiff und Abrax und Prabax natürlich mit nach Indien wollen, weil in Australien einfach der Hund begraben ist, ne? Fehlt Kalifax. Also müssen sie ihn suchen, ne? Ja, und hierbei werden sie dann von den Soldaten aber immer weiter in die Höhle getrieben, woraufhin sie wie immer wieder diese Kristallformationen vorfinden, ne? Bei ihnen ist es blau, bei den Mädchen ist es pink, aber auf alle Fälle haben wir es wieder mit einer Zeitreise zu tun. Und die Abrafaxe finden sich in Sydney wieder, also in der Zukunft, aber im Jahre 1847, also etwas mehr als 40 Jahre jetzt in der Zukunft. Mittlerweile hat sich viel in Sydney getan, es ist eine richtig aufgeblühte Hafenstadt geworden, sehr schön, ne? Und hier setzt nun eben die Abrafaxe im Outback oder Sinclairs Schatz ein, ne? Denn die Abrafaxe, wie gesagt, in Sydney gestrandet, halten sich jetzt schon seit einiger Zeit, etwa knapp ein Jahr, mit Arbeiten über Wasser. Sie helfen beim Schmied aus und Kalifax arbeitet in einer Bar als Koch, ne? Und wollen sich hier eben das Geld für die Überfahrt nach Indien verdienen, ne? Ja, leider passiert was sehr Ärgerliches, als sie das Geld endlich zusammen haben und alle ihren Job gekündigt haben. Ja, wird unseren Freunden das Geld geklaut und sie können die Zeche in einer Kneipe nicht bezahlen. Hier treffen sie aber gleichzeitig auf die Familie Bingley, Jane und ihren Vater Stuart Bingley. Ja, diese übernehmen jetzt für die Abrafaxe die Rechnung und dafür soll nun die Abrafaxe bei den beiden auf der Schafsfarm aushelfen. Jetzt ist es aber auch so, die Familie Bingley hat auch einige Probleme und zwar musste Stuart sich Geld von seinem Schwiegersohn Langley Hancock leihen, ne?
um die Farm weiter betreiben zu können. Und Langley ist ein sehr gewitzter Geschäftsmann, der einfach mal kurzerhand eine Zusatzklausel hineingeschrieben hat, die besagt, wenn innerhalb von 3 Monaten nicht die erste Rate gezahlt wird, ne, zurückgezahlt wird, ne, ja, geht die ganze Farm in den Besitz von Langley über, ne? Ja, und dementsprechend haben auch die Familie Bingley eben Geldnot. Gleichzeitig ist Hancock ein richtiges Arschloch und setzt Männer darauf an, eben nun eben das Haus und das Hab und Gut und die Scheune der Familie Bingley anzuzünden, um damit eben noch mehr Kosten für Familie Bingley zu verursachen, womit sie eben dann natürlich niemals eben ihre Schulden zurückzahlen können und damit eben auf alle Fälle die ihren Grundbesitz verlieren. Aber eine ganz Besonderheit gibt es mit der Familie Bingley nämlich auch noch. Stuart ist der Neffe von Kent Sinclair, der ehemalige Leutnant der Investigator, also unter Matthew Flinders, ne? Und ja, dieser hat einst bei der Umsegelung rund um Australien mit Abrax zusammen Gold gefunden. Dies ist dann irgendwann in Vergessenheit geraten. Auch Kent hat sich nicht mehr daran erinnert. Aber ja, nach einem kleinen Missgeschick, als sie im Hafen von Sydney mit der Investigator wieder eingefahren sind, wurde Sinclair oh, jetzt habe ich es wieder, degradiert zum Bootsmann und ja, hat daraufhin seinen Posten bei der Navy gekündigt und ja, hat sich danach aufgemacht, eben Australien von innen zu erforschen und eben diesen Goldschatz wiederzufinden und zu bergen. Und die Gerüchte der ehemaligen Haushälterin vor allem, von Kent mit Melissa wiederum lassen vermuten, dass es einen Schatz gibt, den Kent versteckt hat. Und ja, darauf sind die Abrafaxen natürlich heiß. Wenn sie diesen Schatz haben, können sie die Farm der Familie Bingley retten. Und vor allem können sie sich damit natürlich auch die Überfahrt nach Indien leisten, ne? Und so beginnt eine sehr interessante und spaßige Suche erst nach einer Schatzkarte, die aus 4 Teilen besteht, dann aus das Rätselraten, was es mit der Schatzkarte auf sich hat, und dann natürlich die Suche nach dem Schatz. Auch bekommen unterwegs natürlich die Männer von Langley Hancock Wind von diesem Schatz und wollen diesen Schatz auch für sich beanspruchen und damit eben nicht mehr für Hancock arbeiten, sondern ihr eigenes Ding durchziehen, ne? Und es macht wirklich einfach super viel Spaß, ne? Also die Story hat richtig Spaß und macht richtig schöne Abenteuergeschichte, ne? Auch wenn schon mehr an die Neuzeit erinnert, ne? Auf alle Fälle sehr, sehr schön einfach nur gemacht. Also die Story hat mir wirklich Spaß gemacht. Was mich aber wirklich ärgert, seit eben der ersten Australien-Serie, als sie losgegangen ist. Moment, wo habe ich denn Heft 1? Halt, stopp, das sind die Mädchenausgaben. Moment. Ah, hier. Versuchen die Abrafaxe Sydney zu verlassen, um nach Indien zu kommen, ne? Also sowohl im Jahr 1803 als auch im Jahre 1847, / 48, versuchen die Abrafaxe nach Indien zu bekommen. Endlich besteigen sie ein Schiff, um nach Indien zu kommen, ne? Ja, aber Indien erreichen sie nicht. Und ja, hierbei möchte ich auch ein bisschen das Mosaik sogar bemängeln, denn hier am Ende des letzten Heftes wird uns natürlich von der Überfahrt berichtet. Wir sehen hier auch schon wieder den klassischen Blitzeinschlag und das blitzende Leuchten. Wir können uns also schon denken, was kommt. Aber hier wird uns eben angeteasert, dass eben die Reise nach Indien nicht besonders gut verlief, ne? Dass es Gewitter gab. Und dann steht hier, ob die Seefahrt der Abrafax ein gutes Ende nimmt, erfahrt ihr im nächsten Mosaik. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, im nächsten Mosaik erfahren wir einen feuchten Dreck darüber. Denn da ist es einfach so, wir befinden uns plötzlich in Germanien, ne? Die Abrafaxe fallen aus einem Zeitloch. Das wird nur gesagt, nach ihrem letzten Zeitsprung landen sie jetzt in Germanien.
Es wird nichts mehr über den Weg nach Indien berichtet. Es ist einfach alles komplett vergessen und das fand ich sehr schade. Vor allem, ich hätte gern mal ein neues Indien-Abenteuer gehabt. Rom war auch schön, möchte ich jetzt nicht drüber meckern, aber da fehlt eben wieder so ein Heft oder zumindest ein paar Seiten dazwischen, die uns das erzählen. Ja, hat man jetzt einfach übersprungen und uns einfach vor vollendeten Tatsachen gesetzt. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, ne? Aber ansonsten gibt es innerhalb dieser Story sehr viel zu entdecken, ne? Ihr könnt hier zum Beispiel entdecken, was passiert, wenn man Bruce Banner, ne, beim Kartenspielen betrügt. Das könnt ihr hier drin entdecken. Und wir haben auch eben sehr viele Gastauftritte von geschichtlichen Persönlichkeiten, ne? Was ich alleine schon immer wieder mit am besten finde, wenn man eben wirklich Leute aus der Geschichte trifft, die eine wichtige Rolle spielen, ne? Zum Beispiel treffen die Abrafaxe auf Ludwig Leichhardt, einem Deutschen, der Australien mehrfach durchwandert ist, also von einem Punkt zum nächsten, ne? Das hat er mehrfach gemacht, bis er eines Tages aber nicht mehr aufgetaucht ist und bis heute sucht man immer noch sozusagen seine Überreste. Also bis heute weiß man nicht, was aus Ludwig Leichhardt in Australien geworden ist, was ich auch extremst interessant fand, ne? Auch in der letzten Ausgabe gibt es sehr viel Schönes zu entdecken, denn wir haben hier eine sehr große Hochzeit, natürlich wie immer mit Wimmelbild, ne? Und hier treffen wir Donna Ferentes wieder aus der Eldorado-Serie, ne? Auch aus der Eldorado-Serie, ich hoffe, ihr erkennt es ansatzweise, Widow Wechselgeld, ne? Die alte Frau, die auf der Suche nach dem Stein der Weisen war, ne? In der Serie Forstreihen, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, Erfinderreihe, keine Ahnung, ne? Finde ich auf alle Fälle einfach allein das schon genial und vor allem Widow begegnet uns hier immer wieder. Also man kriegt hier so nebenher sogar so eine kleine Geschichte um Widow erzählt. Zum Beispiel sieht man Widow auch anstehen in der Schlange der Leute, die von Langley Hancock Geld bekommen, ne? Hier, ne? Und er taucht hier immer wieder so im Hintergrund auf, das, ne? Und das heißt, also es wird wirklich dargestellt, dass er irgendeine Bedeutung hiermit hat. Und es wurde ja auch schon mal irgendwann mal die Vermutung aufgestellt, dass vielleicht auch Widow selbst mittlerweile wie die Abrafaxe durch die Zeit reist, weil er ja immer wieder im Hintergrund auftaucht, ne? Und hier finde ich es mal so richtig schön verdeutlicht, weil einfach er wirklich so ein kleines Abenteuer hier im Hintergrund erlebt, ne? Und das würde natürlich zu ihm passen, dass er vielleicht Geld verliehen hat und das Geld von Hancock wiederhaben will. Also das ist auf alle Fälle sehr schön gemacht, ne? Und wenn Widow dabei ist, freue ich mich ja immer, ne? Auf alle Fälle wirklich sehr schön, viel zu entdecken. Hat mir richtig Spaß gemacht, auch schon beim ersten Mal lesen und jetzt beim nächsten, zweiten Mal lesen auch wieder. Bei Australien war es jetzt, bei der ersten war es so, beim ersten Mal lesen hat mir das gar keinen Spaß gemacht, auch beim zweiten Lesen, ne? Da hat mir das besser gefallen, ne? Aber die hier finde ich eben doch weitaus besser, weil es eben eine richtig schöne Abenteuergeschichte ist. Ich mag es nicht, wenn die aus Abrafaxe so auf irgendeinem Schiff gefangen sind. Das ist mir immer ein bisschen zu öde, ne? Und das war hier eben wirklich einfach perfekt. Es war auch schön kurz, knackig, 12 Hefte, super gut erzählt, macht einfach nur Spaß, würde ich auch wirklich mal empfehlen. Guckt mal rein. Die fand ich wirklich klasse, ne? Gut, das war's und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Leute.